So, ich bin's wieder. Ich zung schon. Wo? Ja, es sind ein paar Tage her. Vielleicht zwei oder drei. Ist ja nicht so wichtig. Ja, gutes Update, ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt große Erkenntnisse jetzt sage. Ist ja alltäglich, sind immer wieder neue Erkenntnisse, immer wieder eine neue Wahrnehmung, immer eine neue Entscheidung, immer wieder alles neu. Puzzleteile fügen sich zusammen. Gesamtbild wird immer klarer, kommen immer mehr Puzzleteile zusammen, immer noch mehr. So ist es halt eben, ne? Und ich könnte eigentlich jeden Tag, jede Stunde was dazu erzählen, weil mir eigentlich immer was auffällt, ja, immer was wahrnehme. Sandchen, aufnehmen und man lernt immer allgegenwärtig, jederzeit, immer. Wenn du die offenen Augen hältst, ja, wahrnimmst, hinsiehst, dann lernst du so schnell. Das fällt mir auf, das habe ich davor noch nicht so gemerkt wie davor. Also, ja, so geht es immer. Es ist immer eine stetige Weiterentwicklung, geistige Weiterentwicklung. Alle Facetten. Und natürlich ist immer wieder, man wird immer gewissermaßen rückfällig, in Anführungsstriche. Was heißt rückfällig? Halt, man macht dieselbe Sache, wo man geglaubt hatte, man hätte es jetzt hinter sich, doch irgendwie noch, ist noch was vorhanden. Ein bisschen ist immer noch was vorhanden. Bis es halt eigentlich nicht weg ist. Aber solange das Kollektivbewusstsein, die Masse, so ist, kann es immer sein, dass es ein bisschen abfärbt. Weil wir sind ja mit jedem verbunden. Also das Thema. Es ist einfach ein Update, neue Erkenntnisse, willkürlich. Viele Themen werden vielleicht eingeschnitten. Vielleicht wird es lang, vielleicht wird es kurz. Kommt bitte voran. Ja. Aber ich habe noch ein paar Sachen zu tun. Nächste Woche geht es dann voll Gas los. Vollzeit, Schule, ne, 2 Wochen lang. Dann die Prüfung. Ja. volle Kanne. Weiß nicht, ob ich da was aufnehmen werde. Vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Am Wochenende. Mal sehen, was halt Priorität hat, war, ich will unbedingt diese Bescheinigung und dann hier endlich nach Karlsruhe, man. Baden-Württemberg, damn, neues Leben. Ja, was jetzt ein neues Leben hat, dann baue ich endlich mal was auf für mich. Und bin dann hier nicht mehr hier, wisst ihr. Darüber, da steige ich noch weiter ein. So, ja. Mal schauen. Okay, ich klicke einfach mal los. Oh, ich bin stehen geblieben. Wir sind ja mit allem verbunden. Kollektivbewusstsein. Und das fährt natürlich ab, ja. Und mit welchen Menschen du zu tun hast, ja. Ja, nee, mit welchen Menschen du zu tun hast, egal wer, ja. Eine Beziehung hast, in nahen Kontakt stehst, immer wieder, vielleicht telefonierst, immer wieder mal was machst oder wirst, das färbt ab. Du wirst zu diesen Menschen, weil wir sind ja alle eins. Du bist ich bin du, sage ich immer wieder. Und das ist dann schwierig, die Kontrolle zu behalten, beziehungsweise zu wissen, wer man wirklich ist, was die wahren Gedanken sind, weil du nimmst das an, was dir vor dir ist, ja, wo du auch diese Person, diesen Menschen bist. Ob du Programme hast, dies, das spielt keine Rolle. Du bist genauso betroffen. Und natürlich musst du unterscheiden, was die wahren Gedanken sind, ja. Was ist Trennung, was ist Liebe? Also die Kontrolle, ist es dein Wille, ist es deine Entscheidung? Ja. Das gehört immer alles zusammen. Aber trotzdem hat es eine Wirkung. Mit wem du was zu tun hast. Immer hat es eine Wirkung. Ob klein oder groß. Weil wir sind ja letztendlich alle eins. Wechselwirkung. Energieaustausch. Oder Energieabziehen. Energieabsaugung. Und, ja. Das ist mir halt noch klar geworden. Ja. Ist nicht leicht durch. Ehrlich nicht. Also, wenn du mal wahrnimmst, was gut ist. Ja, gut. Du musst halt mit Menschen sein, die auch das wollen wie du. Oder wie ich. Immer weiter sich immer weiterentwickeln, einen offenen Geist haben, grenzenlos denken. Ja, eigenwärtig, ewig. Ja, keine Blockaden, keine Schubladen denken. Sondern immer offen, immer bereit, Neues zu erfahren, Neues zu erleben. Offen zu sein, was derjenige vielleicht sagt, ja. Einfach einen freien Geist haben, grenzenlos sein, Freunde. Und Liebe und Kontrolle. Ja, gut. Das mal so. Und dann, ja, ich unterlege es mal mit Beispiel. Was war ich denn? Wechselwirkung.
mit jenem und dies, das. Ich habe ja gesagt, man wird zu dem, was man isst. Ja, auch isst, essen, ja. Aber man wird auch zu dem, mit was man sich beschäftigt, sagen wir mal so. Wo man sich darüber Gedanken macht, weil Gedanken erschaffen, macht der Gedanken. Du denkst es, also bist du es gleichzeitig. Ob jetzt negativ, schlecht, Trennung, Liebe, was auch immer. Egal, was du denkst, du wirst zu dieser, oder was du wahrnimmst. Wenn du es länger bei dir behältst, dann wirst du zu dieser Wahrnehmung, Freunde. Ja, es klingt leicht, ist leichter gesagt als getan, sowieso. Doch wenn man das weiß, erkannt hat, im Sinne, mehr oder weniger, dann weiß man dann wirklich, was abgeht. Noch genauer, noch mehr wahrnehmen, noch. Damn, wow. Und der Weg wird nicht leichter, Freunde. Der Weg wird nicht leichter. Zur Wahrheit, zu sich selbst, zur Einheit. Wird nicht leichter. Weil du bist immer mehr wahr. Und wenn du in einem Umfeld bist, das nicht so eine Wahrnehmung wie du hast, also keine Vergleiche aufstellen, nein. Es geht nur um die Wahrnehmung, die es noch nicht erkannt haben, ja. Noch in das haben wollen, was sie haben wollen, in der Begrenztheit sind, eben in der Trennung, dann hat es natürlich Einfluss auf dich, irgendwann mal, auf Dauer. Färbt es ab. Ja. Denen ziehen die ja die Energie, weil sie selber, da herrscht keine Wechselwirkung, keine Synergie. Ja, man kann jetzt sagen, vergleichen, ja, weil der andere ist halt hier und ich bin hier. Und damit er nach oben kommen kann oder ich nach unten kommen kann, braucht es natürlich Energie. Ja, endlose Energie. Grenzenlose Energie. Als ein Beispiel zu kommen. Ja, ihr wisst ja, ich habe es ja mal erwähnt, ich lebe ja bei meiner Mutter. Noch 2 Monate höchstens, hoffe ich zumindest. Ja, alles passt. Ich habe euch gesagt, man wird zu dem, mit wem man was zu tun hat. Und wenn man natürlich zusammenlebt, ist es natürlich noch intensiver. Ja. Wie soll ich das sagen? Ja, ich habe ja gesagt, meine Mutter schaut es sich sowieso nicht an. Wenn, dann ist auch gut, aber geht's ab. Ja. Einzelne Erfahrungswerte. Ordner. Ja, die Sache ist die. Die Sache ist die. Ne? Nicht mehr wie gesagt, sondern die Sache ist die. Ja, wenn jemand nicht offen ist, kennst ist, keinen freien Geist hat, meint, denkt, weil man hier länger verweilt ist, mehr gefressen hat, ja, Dreck gefressen hat, dass man mehr weiß. Besser weiß, weil man ja die Erfahrung hat, ja, von den Programmen, ja. Es hat natürlich, was sagt es uns? Arroganz und Ignoranz. Zumal man würde mehr wissen als sein eigenes Kind sozusagen. Das ist ein Vergleich, das ist eine höhere, eine hohe Stellung, die man da einnimmt. Da fliegt man weit hoch. Wenn man meint, man würde mehr wissen als die Kinder. Also wenn ich Vater bin, meint, dass ich mehr weiß als meine Tochter oder Sohn. Wenn ihr das so macht, kann die Beziehung so von vornherein nicht funktionieren. Überhaupt nicht. Es geht nicht. Weil man ja sich nicht auf Augenmaß sieht. Freunde, nicht auf Augenmaß. Sondern, nee, ich weiß mehr, ich bin ja älter als du, ja. Habe schon 20 Jahre mehr als du. Haha, mehr als du. Wisst ihr, was ich meine? Ja, und das ist halt so, meine Mutter nicht anders. Was mir noch aufgefallen ist, zur Wahrnehmung. Ich sage normale Dinge, oder was, ich rede ganz normal, aber es ist irgendwie so. Ich wiederhole es auch sehr oft. 3-mal, 5-mal. Noch keine Reaktion. Nicht so sag, ja, stopp, ich habe dich schon verstanden, ja, du brauchst dich nochmal wiederholen, ja, ab und zu, nicht immer. Aber es ist mir aufgefallen. Egal, was ich sage, irgendwie, also, ob ich jetzt predige, ja. Ja, nee. Freunde, man meint, man hätte es hinter sich, aber nein.
Für sich selber vielleicht schon, aber ne. Wenn nicht beide an einem Strang ziehen, dann ist es auch ein Pfennig wert. Naja. Ja, ich sag was und gegen Wände halt eben. Gegen Begrenzung. Alter, ich hab's gerade gesagt. Und dann sagt diejenige Person was? Ja, genau das habe ich doch gesagt. Hast du mir nicht zugehört? Hast du nicht hingehört? Alter, Alter? Ich frage mich mal, hä? Nimmt der mich überhaupt wahr? Das hat was mit der Wahrnehmung zu tun. Merkt ihr überhaupt, was ich auf meinen Mund gebe? Das ist total strange, Freunde. Kann doch nicht sein, oder? Kann man wirklich so verschleiert sein, so im Nebel, dass man meine Worte nicht mehr hört? Oder ist es nur, weil ich nicht so tief in der dritten Wahrnehmung bin, dass das irgendwie dann gegen Wände? Hä? Kann es euch nicht, auch nicht erklären. Es kann sein, dass das so ist, dass ich mich halt runterstufen muss, ja, damit man mich vielleicht wahrnimmt, hinhört. Ich muss mich nicht ständig wiederholen. Ja, nee. Was mit der Wahrnehmung? Ja, so Beispiel. Und ich sage ja halt, und ich merke, wie ich immer mehr zu dem werde, was ich nicht bin. Und spiegel. Steht ja. Ja, ihr wisst, meine Mutter, ja. Ich bin dann meine Mutter. Wisst ihr, ich bin meine Mutter. Ja, aber das bin nicht ich, das ist nicht der wahre Kern, versteht ihr? Das schleicht sich Faulheit, sich zurücklehnen, ja, sich auf andere ausruhen, ja, verärgert zu sein. Ja. Immer Auseinandersetzung. Das ist aber nur mit meiner Mutter. Im Moment. Ja, auch bei anderen. Versteht ihr, was ich meine? Was ich meine? Wir sind eins. Wir sind nicht getrennt, wir sind verbunden. Und wenn ich natürlich in der vierten Dimension bin, in der vierten Wahrnehmung, der Liebe oder höher, dann nehme ich solche Sachen natürlich viel mehr wahr. Und werde zudem noch stärker, weil ich sie ja sofort wahrnehme, sie noch sofort aufnehme, transformiere oder nicht. Und das hängt ein bisschen hinterher. Weil ich bin ja in ihren Raum, steht der. Ich bin ja hier. Das sind Erfahrungswerte. Das ist mit jedem so. Bloß wenn du zusammenlebst mit einer Person, die nicht dich auf Augenmaß sieht, oder ich, weil es klingt ja auch auf mich, weil ich ja die Menschen bin. Steht ja. Das ist mir heute klar geworden. Ich bin meine Mutter. Wie ich ja jeden bin. Doch, die Frage ist halt bloß, wer bist du? Was ist der wahre Kern? Für was entscheidest du dich? Ja? Hast du die Kontrolle über dich? Die wahren Gedanken. Was ist Liebe, was ist Trennung? Da denke ich auch, ich will mich ja nur rechtfertigen. Ich predige ja nur, ich rede ja nur Scheiße. Solche Gedanken kommen dann, was das nicht stimmt. Ich rede keine Scheiße. Was soll der Mist? Ich will mich nicht rechtfertigen. Ich will nicht recht haben. Was soll der Mist? Sage ich immer. Hör auf mit dem Scheiß. Red doch kein Scheiß. Weil das ist eine Begrenzung, wisst ihr. Ich brauche mich nicht zu rechtfertigen. Ich will nicht recht haben. Was soll der Mist? Das sind nicht die wahren Gedanken. Das ist Trennung. Das ist Begrenzung, Freunde. Aber dauernd diese Vorwände, Einwände, Ausreden, immer diese Wand halt, Vorhänge ziehen oder hier rechtfertigen. Ja, rechtfertigen. Du willst nur Recht haben. Du predigst ja nur. Weißt du, das ist Ignoranz oder Arroganz gleichzeitig, weil man meint, was will denn der eigentlich? Der labert nur Scheiße. Weil die Wahrnehmung eingeschränkt ist, Freunde. Man ist nur in der Schleier, in der Schleierwand. Ja, ich habe gesagt, ich habe sie weggenommen. Aber hey, wenn man es nicht halten kann, wenn es nicht beibehält, dann bringt es mir auch nichts. Ich kann es mal machen, aber das ist dann, sag mal so, Energie in die Tonne getreten, was man öfters macht, mit Geld auch. Ja. Einfach die Energie einfach verschwenden, im Sinne von verschwenden. Es ist ja keine Verschwendung, es wird dann wieder dir gegeben. Aber das mal so, ich wende so viel Kraft auf, Freunde, so viel Kraft. Es ist klar, dass ich mal hier ein bisschen wackle und dann selber so werde, weil irgendwann lasse ich auch nach. Wenn ich dauernd mit denselben Menschen zu tun habe. Deswegen will ich halt Kontakt mit meinem Vater, mit anderen hier, weil das wird dann zu einseitig und dann wird man zu dieser Einseitigkeit. Ja. Du kannst so viel Kraft aufbringen, wie du willst. Es färbt doch ein bisschen ab. Ein kleiner Teil ist doch da. Und das lässt nicht locker.
Das ist immer da. Es wird immer stärker, wenn du immer mehr Raum für diese Sachen gibst. Diese Trennungsgeschichten, diese, wenn du selber das denkst, das so wahrnimmst, weil du ja die Person noch bist, dann bist du das ja auch. Und weil sie meine Mutter ist, kann ja was dran sein, ich tue ja Unrecht. Und dann heißt es, ich bin herzlos, ich bin rücksichtslos, ich bin zu hart. Versteht ihr, dann kommen diese zwei Gedanken, Freunde. Was ist jetzt der wahre Kern? Weil ich verletze sie und ich will das ja gar nicht. Doch ich bin ja nicht ich bin ja nicht derjenige, der sie verletzt. Das liegt immer an einem selber. Und dann heißt es, Finger, du willst nur deine Schuld auf andere zeigen. Nein, es geht immer auf mich, Freunde. Der Finger, alles, was ich sage, geht auch auf mich. Immer. Bloß wenn man es nicht versteht, was ich damit meine, man muss die Konsequenzen dazu ziehen. Ausziehen. Ich nehme immer die Verantwortung. Ich gebe meine Fehler zu, ich sage es, ich bin da offen und ehrlich, ich fürchte mich nicht, ich zeige meine Finger, ich will die ganze Schuld auf mich, steht ja, die ganzen Fehler, die ganze Verantwortung auf meinen Schultern. Bloß, so läuft nicht der Hase, Freunde. Das ist immer eine Wechselwirkung. Beziehung. Das ist eine Einheit. Alle gehören dazu. Du kannst nicht nur sagen, ich kann nicht sagen, ich bin ein alleinige Schuldige. Schuldige, also der alleinige, der die Verantwortung nehmen kann. Nein, es gehören zwei immer dazu oder mehrere. Ja. Je nachdem. Vom Zusammenleben, weil wir sind eine Gemeinschaft, sage ich ja immer wieder. Eine Gemeinschaft. Klar kannst du sagen, hier, du hast was getan und dies. Ja, dann sage ich ja ganz offen, ehrlich, ja, so ist das. Das war mein Fehler. Weil ich denke nicht so oberflächlich, so begrenzt. Ich sehe hinter dem Spiegel. Alles, was ich sage, alles, was ich tue, hat einen tieferen Sinn, sagen wir mal so. Und wenn man es noch nicht verstanden hat, noch nicht wahrgenommen hat, was ich wirklich bin, mein wahrer Kern, mein wahrer Gedanken, es wahrnimmt, wahre, dann weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Wirklich nicht. Klar kommen dann hier Programme und dies. Und ich bin ja auch nicht so frei davon. Bloß wenn ich es zulasse, wenn ich es annehme, wenn ich dafür mehr Raum gebe und meine, ihr habt recht oder ich sage, ja, es stimmt. Dann bin ich in der Trennung, in der Begrenzung. Bin ich willensschwach. Weiß nicht, was mir meine wahren Gedanken sind, weil ich den Zweifel hingegeben bin, weil ich mich wirklich nur rechtfertigen will, die Schuld an anderen will. Nein, die wahren Gedanken sind, es geht immer auf mich. Ja? Wer macht das schon? Wenige sind das. Die wirklich hier am liebsten alles auf sich nehmen. Es geht aber nicht, weil es gehört, es ist ein Zusammenspiel. Es ist eine Gemeinschaft. Nur ich alleine kann das nicht tragen. Wir müssen es alle tragen. Und darum geht's. Bloß wenn man es selber immer abschiebt, Verantwortung abschiebt. Na, das ist ja gar nicht mich. Ich brauche mich gar nicht mehr ändern. Das ist, passt ja alles. Ich weiß ja so viel und habe diese Erfahrung, bin schon so alt und. Wie soll da was sich weiterentwickeln? Steht ja. Und das Thema habe ich halt eben. Ja, und das Thema ist ja noch größer, weil ich ja dann, genau, ich bin meine Mutter. Okay, ich rede jetzt viel über meine Mutter, aber es ist ein gutes Beispiel. Das ist bei, kann ein Kollegen, Freund sein, mit wem du halt viel zu tun hast. Du bist zu dem ein Teil, sagen wir mal so, weil wir sind ja alles. Wir sind alle verbunden. Du bist im Spiegelbild, du bist zu dem. Wenn deine Wahrnehmung größer wird, du bist zu dem. Es färbt immer ein bisschen ab. Du kannst du deinen Kontrolle so, es hängt immer davon ab, in welchem Umfeld, mit was du dich beschäftigst, was dein Ziel ist. Aber mit Menschen ist es halt ziemlich stark, weil wir ja Schöpfer sind. Weil wir eine Einheit sind. Und das ist sehr, ich kann nicht oft genug sagen, ich verhalte mich genauso wie meine Mutter. Ich bin meine Mutter. Und das gefällt mir überhaupt nicht, Freunde, überhaupt nicht. Und das muss ich ändern. Das ändere ich in dem Sinne, dass ich das jetzt mit der Schule jetzt mache. Wachdienst, Bewachungsgewerbe, die Prüfung ablege und dann ab nach Karlsruhe mit dem Vater, Mann, da geht die Post ab, Leute. Weil hier geht's leider nicht. Da blockiere ich mich selber, also da begrenze ich mich selber. Weil mit den Menschen, die ich zu tun habe, mit denen ich lebe, hält mich im Grunde genommen in meiner Entwicklung auf. Weil ich ja gleichzeitig diesen Mensch bin. Und der Mensch begrenzt ist und ich bin grenzenlos, dann passt das nicht.
Ja. Da zieht es mich immer wieder runter. Dann denke ich irgendwann mal selber begrenzt in Trennung. Und das will ich nicht. Das solltet ihr nur erkennen, das müsst nur wahrnehmen. Es geht nicht nur um familiäre Beziehungen, es geht auch um andere Beziehungen. Was heißt Beziehungen? Einfach, wir sind ja mit allen verbunden, und wenn man mit diesen Menschen viel zu tun hat und der jetzt begrenzt, sagen wir so, und du bist grenzenlos, mehr oder weniger, aber du hast einen offenen Geist und willst immer lernen und du nimmst Kritik an, du bist halt so drauf, ja. Aber der andere nicht. Dann ist es schwer, dann funktioniert es sehr schwer, dann funktioniert es gar nicht, könnte knicken. Echt, für mich habe ich es für mich aufgelöst, aber der andere nicht. Und es gehören immer zwei dazu, sagen wir mal so. Eine Verbundenheit gehören immer mehrere dazu, oder zwei, mindestens. Für dich alleine, ja. Wenn du ein Eremit bist, ein Druide, irgendwo im Berg, im Wald, dann ist es nur für dich und die Natur. Es sind aber immer zwei. Die Natur, Tiere, sind immer zwei. Weil wir sind mit allem verbunden. Es gibt kein Alleinsein. Einsam sein gibt's nicht. Sieh dir doch an, alles, sogar die Möbel, Tisch, hier, Handy, Fernseher, PC, red mit denen. Weil es ist, bist du, Freunde. Wir sind damit alles verbunden, mit allen Gegenständen, mit alles, was wir es erschaffen haben, was der Schöpfer das in die Welt herausgebracht hat, ausgedrückt hat. Kannst mit der Wand reden, du kannst mit dem Spiegel reden. Weil letztendlich redest du mit dir selbst, mit der Einheit, mit der Gesamtheit. Ja, es geht wieder ein bisschen hoch, ja, ich weiß, ich soll ja alle abholen, aber hey, Freunde, wenn ihr wirklich abgeholt werden wollt, dann holt euch selber ab. Und dann gehe ich mit euch ein bisschen ein Stück des Weges, bis ihr selber die Brücke halten könnt. Ja, ja bis dahin müsst ihr noch viel machen, wirklich viel machen, wie ich. Der Finger zeigt immer auf mich, immer. Ich verstecke mich nicht. Ich will keine Ausreden, ich will mich nicht rechtfertigen. Am liebsten würde ich all euren Scheiß aufnehmen. Ja, kann ich aber nicht. Weil das nicht der Schöpfer ist, nicht die wahren Gedanken. Weil es gehören immer alle dazu. Alle müssen an einen Strang ziehen. Wir sind eine Gemeinschaft. Ja. Wir sind ein Teil des Ganzen. Deswegen kann ich nicht alles auf mich tragen. Es geht nicht. Weil dann würde ich euch Da würde ich mich schwächen und euch schwächen, weil ich eure Soße nehme, eure Verantwortung. Und es geht wieso nicht. Ja, aber das, dieser Gedanke, weil es nicht geht, also beziehungsweise es ist alles möglich, aber es ist eine Trennung. Es ist nicht in der Schöpferkraft zu sein. Weil dann nehme ich das andere von dem anderen ab. Und das kann ich nicht. Das sollte ich nicht. Das ist ja einmischen wieder. Ja. Deswegen kann es letztendlich nur jeder selber entscheiden. Jeder kann nur sich entscheiden, ob er glücklich sein oder nicht. Will er von mir verletzt werden oder nicht? Weil ich verletze ihn nicht. Nein. Man verletzt sich letztendlich nur selber. Aber das zu verstehen, oh nein. Man muss ja immer den Finger aneinander zeigen. Wisst ihr? Immer hier. Du hast mich verletzt. Du hast mir dies und das angetan. Freunde, alles, was ihr sagt, das, was ihr tut, was ihr macht, gilt auch für euch. Wenn ich sage, hey, der ist scheiße, oder hey, du bist, hast diese bekommen und das, geht auch auf mich. Die Frage ist so, ob ich es annehme oder nicht. Ob ich die Kontrolle habe oder nicht. Ich erkenne, die bekommen, gehören zur Trennung, ja, aber ich will nicht in der Trennung sein, also weise ich darauf hin, will ich es transformieren. Ja, der Beitrag wird sicherlich länger, Leute. Er muss ja nochmal klarstellen. Nochmal zu den Trugbildern. Gut Mensch und das Böse. Mein Vater, bam, ist einfach genial, ey. Ich sage das ja auch in den Beiträgen schon immer, aber er, das verdeutlicht dann noch mehr, versteht ihr? Wechselwirkung. Ich lerne immer wieder, die Erkenntnis ändert sich immer ständig, oder beziehungsweise kann ich immer mehr davon ausdrücken, ja. Was hat er gesagt? Wie ich es sehe, wie ich es eigentlich auch ausgedrückt habe, aber mal mit anderen Worten vielleicht. Ah, tut es gut, du. Tut es gut, mal wieder hier zu reden. Mit mir. Mit mir selber hier. Alter. Ja, Duplikat, ne? Ich sehe mich selber. Na, fast schon. Anderes Thema.
Nee, gut Mensch und das Böse. Ich habe halt gesagt, es ist auf und ab, aber nicht in der Mitte. Das Gute, ja, er hat so gesagt. Ja, mit meinen Worten sage ich mal. Das Gute erlaubt das Böse zu sein. Das Böse erlaubt das Gute zu sein. Was meine ich damit? So ganz einfach. Der Gutmensch erlaubt dir alles. Viel früher Alkohol ist okay. Ja. Nicht so wenig wie möglich Nein sagen. Immer alles zulassen, immer. Also, das ist jetzt ganz extrem halt, aber. Und das Böse ist. Zerstören. Du bist scheiße, du bist scheiße, du bist scheiße, du bist scheiße. Deswegen gibt es den Gutmensch. Als Ausgleich. Die Gutmenschen lassen das Böse zu. Ich habe doch euch gesagt, als ich mit den Anunnakis, ja, den Beitrag habe ich ja gelöscht, da habe ich ja das Böse sogar verziehen. Ja. Ist falsch rübergekommen, aber das war es. Böse verziehen. Das war das Gutmensch-Programm, Freunde. Haut nach. Ich habe Anunnakis, was auch immer, nicht dumm gemacht, vollkommen verziehen. In allen Facetten. Also habe ich das Böse auch verziehen, weil ich nicht darauf eingegangen bin. Ich bin aber danach darauf eingegangen, keine Gnade für das Böse. Keine Gnade für die Gutmenschen. Nein. Keine Gnade für die beiden Trugbilder. Zwar ich Einklang sein, ja, in der Mitte sein. Und dieser, ja, Gutmensch erlaubt das Böse zu sein. Und das Böse kann ja natürlich das machen, kann sich entwickeln, kann das machen, was er will. Weil der Gutmensch so blöd ist, es zulässt. Dieses Böse verzeiht. Schön zwei Programme, sehr clever gemacht, auf und nieder, immer wieder. Ja, vom Böse gibt's nicht. Ja, das Böse gäbe es nicht. Das Böse gibt's, weil es den Gutmenschen gibt. Den Gutmenschen gibt es, weil es das Böse gibt. Also umgekehrt immer. Aber es ist immer auf und ab. Aber ihr müsst die Mitte finden. Wir ertragen beides. Wir tragen den Trugbild des Bösen, habe ich euch schon mal gesagt, und des Gutmenschen. Solange es noch so ist, ist es so. Ja. Solange wir sie noch nicht transformiert haben. Aber wir müssen in Einklang sein. Wir sind mal das und mal das, aber wie weit hoch oder wie weit unten wir sind. Wir müssen in Einklang sein, die Brücke halten, und immer die Brücke halten, die Verbindung halten und es in Kontrolle und entscheiden, was das ist. Immer die Kontrolle behalten. Lass mich, bin ich jetzt zu Gutmensch? Oder zu böse. Ihr müsst es halt wissen, unterscheiden. Ich habe gesagt, mein Trugbild, ich bin jetzt mein Trugbild. Ja, es sind noch ein paar Sachen, Freunde. Es sind noch ein paar Sachen. Ich sage ja, ich bin nicht ganz frei. Wir tragen alle das Böse und das Gutmenschen-Programm in uns. Aber wir müssen die Mitte sein. In Einklang. Zu einfach. Keine Chance für das Böse, keine Chance für das Gutmenschen. Nur eine Chance, das wahren Ich ist. Also du selbst, die Wahrheit, Licht, Liebe, Freude, ja, Glück. Was anderes, zu viel, zu hoch, zu begrenzt, weil irgendwann hast du die Decke erreicht. Oder den Boden. Aber wenn du in der Mitte bist, kannst du da sein und da sein. Oder hier sein und dort. Verstehst du? Von der Mitte geht alles aus. Wenn du die Verbindung hergestellt hast, von denen geht alles aus. Das ist wie mit der vierten Dimension, mit der vierten Wahrnehmung, mit der Verbindung zur Seele. Oder die Zwischenwelt, Körper. Von dem aus, das ist die Mitte, Freunde, das ist die Mitte. Von dem aus kannst du überall gehen. Aber du musst immer bei dir bleiben. Steht ja. Immer bei euch bleiben. Immer die Verbindung halten, Verbindung herstellen, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Neue Wahrnehmung. Oh, ich denke, ich nehme mich zum Ende. Ich dachte, das wird länger, aber. Weil ich will noch was anderes sagen, aber das will ich so belassen, weil shit, nicht, dass ich, shit, will er weg. Naja. Also würde ich sagen. Ja, das andere ist was, über meins. Gibt's noch was? Also gut, Mensch, böse. Mit meiner Mutter, du bist zu dem, was du, mit dem du lebst, sagen wir mal so. Mit dem du dich beschäftigst halt, auseinandersetzt, was auch immer. Ja.
meine Mutter bei. Es ist hart. Weil ich habe mich immer dagegen gestoppt. Nein, ich bin nicht meine Mutter. Nein, ich bin nicht meine Mutter. Nein, nein, kann nicht sein. Aber ich verhalte mich so wie meine Mutter. Also bin ich es. Kann ich machen, was ich will. Bloß, dass ich kenne das und das, sag mal, loszulassen, sag mal, zu akzeptieren, ja. Wahrzunehmen. Ja, das stimmt. Ich bin doch bei meiner Mutter, die verhalten. Ich weiß, dass ich so drauf bin und diese, aber die andere Seite ist halt, ich bin auch meine Mutter. Weil ich mit ihr was zu tun habe, weil ich eine Verbindung habe, weil ich mich dagegen sträube. Nee, das kann nicht sein. Wenn ich das mache, wenn ich mir begrenze, in Trennung gehe, ja. Dann gehe ich ja selber in Trennung mit mir selber. Und schränke mich selber ein. Und werde zu dem, was ich ablehne. Oder, nee, du bist kein Teil von mir. Ja, ich habe ja gesagt, das sind nicht die wahren Gedanken, aber versteht ihr im Kontext, was ich damit meine. Ich bin nicht so, aber doch, das hat ziemlich viel Einfluss. Und da ich das jetzt wirklich erkannt habe, ey, warte mal, stimmt. Verhalte mich genauso wie sie. Zwar jetzt nicht in großem Umfang, ich habe immer wieder Kontrolle und kann den Schalter umlegen. Wenn ich jetzt nicht so viel mit ihr zu tun habe, als Selbstschutz oder hier bist du nicht so viel reden, weil wenn ich zu viel wahrnehme, dann weil es so stark ist, ja. Ist einfach stark irgendwie. Irgendwie, versteht ihr, was ich meine? Und diese Sachen. Jetzt singt sie. Nein. Ist gut. Ja, das. Oh, jetzt habe ich es mir verloren, dude. Ja, verbunden zu sein. Ja. Ja. Erstmal es wahrzunehmen. Sag mal. Ja. Ich bin ja ein Teil des Ganzen. Sie gehört auch dazu. Sie ist auch in mir. Also kann es mal passieren, dass ich sie bin. Also nicht hier Widerstand, sich dagegen stellen. Nee, ich habe es jetzt angenommen, sagen wir mal so. Ja, vielleicht das Wort falsch zugelassen. Nee, ich habe es wahrgenommen, ich habe es anerkannt, ich habe es akzeptiert, ich habe es jetzt endlich verstanden. Ich habe es erkannt einfach und verstanden. Und die Handlung ist, es wieder loszulassen. Ja, ich finde es in Ordnung. Ich bin meine Mutter, ja. Weil sie ist ja ein Teil von mir. Ja. Weil ich bin grenzenlos, ich bin ja mit allen verbunden, wir sind eine Einheit. Also gehört sie auch dazu in mir. Und das anzunehmen. Beziehungsweise nicht in Trennung zu gehen. Steht ja. Das Puzzletück, das fehlende Teil wieder zusammenfügen. Zum Gesamtbild. Zur Vollständigung. Vervollständigung, ja. Zur Vollkommenheit. Das ist genau. Und dann, ja, Tim, hab mich damit, sagen wir mal, angenommen. Und jetzt kann ich es loslassen. Jetzt habe ich keinen Widerstand, Stolpern. Wenn es passiert, ja, dann. Ich weiß, warum es passiert. Und ich werde immer wieder meine Kontrolle behalten, aber ich werde es auf jeden Fall transformieren und ändern, Freunde. Und das ist, indem ich hier nicht mehr lebe. Also, wie, willst du schon weg? Ausscheiden? Nein. Ich meine, dann bin ich in Karlsruhe, Mann. Mit meinem Vater. Das ist der nächste Schritt für mich. Weil ich sehe ein, letztendlich kann man es nur selber entscheiden. Wenn man sich selber blockiert, sich selber begrenzt, begrenzt man auch andere. So einfach. Dadurch begrenzt du mich. Jetzt sagt sie, du wirst immer recht haben, Schuld. Nein. Wenn man damit kommt, wenn gleich eine Blockade da ist, eine Begrenzung, wie hier, Finger auf mich zeigen, ja, dann ist es vorbei, kann ich gleich das Gespräch aufhören, weil so kommt keiner weiter. Ja, es entzieht mir erstens nur Energie und dann ist die Gefahr sehr groß, dass ich selber so werde. Ja, weil ich als sie bin. Das ist hart, oder? Boah, scheiße, Mann. All das, was meine Mutter zeigt, das kann doch nicht ich sein. Alter, das bin ja auch nicht ich, nur sie ist ein Teil von mir, ein Teil von dem Ganzen, ein Teil von uns allen. Aber wenn es jetzt nicht so, ja, prickelnd ist, in einigen Sachen würde ich es schon anders machen, aber hey, auch das wird transformiert werden. Ja, das ist nur eine Entscheidung.
Ja, ich denke, das langt erstmal. Ich komme dann noch was anderes. Ich würde noch einen Beitrag machen. Also bis hierhin. Klar und deutlich gesprochen, oder? Nicht mehr so viel. Schon ein bisschen. Ich meine es ernst, Freund. Ich meine es echt ernst. Deswegen ein bisschen hier. Ernst. Ja, nein. Gut, dann danke, dass ihr mich erfasst habt, wahrgenommen habt. Ja. Dass ihr bei mir seid oder auch nicht. Ich weiß, dass ich bei mir bin. Das genügt für mich. Ich will natürlich alles mehr, mehr. Nee, aber nicht gierig werden. Wertschätzen, dankbar sein. Wie man begegnet und wie man den Weg geht, soweit es halt geht. Und immer offen und frei sein, grenzenlos. Immer bereit, sich wieder zu neu wahrzunehmen, sich neu zu entwickeln. Weiter, stetig weiter zu. Egal was passiert. Keine Trennung. Keine Begrenzung. Und die allgegenwärtige, ewige, bedingungslose, grenzenlose Liebe. Also dann, ich wünsche euch was. In Liebe, euer Sung Chong. Ja. Euer Sung Chong. Ja. Bleibt dran. Sage ich jetzt immer wieder, ne?